Ich bin Johanna Jacobi vom CDI, ich bin Geografin und Biologin und koordiniere im Moment ein Projekt, ein R4D-Projekt zu Sustainable Food Systems und arbeite in dem Projekt auch mit Theresa. Vielleicht, wenn ich jetzt versuche, meine Präsentation zu teilen. Theresa, möchtest du dich währenddessen kurz vorstellen? Ja, genau. Also ich bin Theresa und arbeite auch am CDI und auch noch am Geografischen Institut. Ich bin Geografin von Haus aus und habe meine DIS in den Politikwissenschaften gemacht, also so ein bisschen beides. Und im Moment arbeite ich hauptsächlich in einem großen Forschungsprojekt zu Gerechtigkeitsfragen in Transformationsprozessen von Ernährungssystemen. Genau. Okay, jetzt müsstet ihr meinen Screen sehen. Ja. Muss ich nur noch die Präsentation groß machen. Und bevor ich anfange, wollte ich sagen, bitte legt alle, wenn ihr könnt, einen Stift und Papier bereit. Wir haben zwar nur wenig Zeit, aber wir möchten eine kleine Übung mit euch machen. Also habt irgendwas zum Zeichnen, wenn ihr bunte Farben habt, umso besser. Aber wir wollen eben was Kleines zusammenzeichnen. Okay, dann fange ich mal an. Was wir heute hören kommt eben aus einem Swiss R4D-Projekt zu Sustainable Food Systems. Und das wird eben kofinanziert von der DEZA und dem SNF. Und wir haben jetzt 6 Jahre lang gearbeitet, in, naja, 5,5 Jahre in 6 verschiedenen Ländern. Dieses Bild ist aus Brasilien. Und einer der Hauptinhalte des Projektes ist die partizipative Erhebung der Nachhaltigkeit von Ernährungssystemen in verschiedenen Kontexten, möglichst auch, dass es ohne Labor und viele Wissenschaftlerinnen möglich ist. Und dann daraus hervorgehend dann auch eben die gemeinschaftliche Aktionen, um die Ernährungsnachhaltigkeit zu verbessern. Dieses Bild hier ist von einem solchen Workshop in Brasilien. Und ihr könnt sehen, dass wir da immer versuchen, auch so ein bisschen am Anfang anzuknüpfen mit den verschiedenen Erinnerungen oder Verbindungen, die die Menschen haben zu ihrem Ernährungssystem. Also oftmals sammeln wir verschiedene Samen und legen die in die Mitte und bilden daraus ein Muster oder machen irgendetwas, was so eine Gemeinschaft schafft am Anfang. Okay, erstmal so zur Einführung zu Ernährungssystemen. Also wir wissen ja jetzt viele, viele Probleme: Bodendegradierung, Verlust der Agrarbiodiversität und der Biodiversität im Allgemeinen, die Gewässerverschmutzung, der Einfluss auf den Klimawandel, Landnutzungswandel. Ja, Entwaldung zum Beispiel, aber eben auch die sozialen Themen, also die erhöhte Verwundbarkeit, aber auch die Ungleichheit und Ungerechtigkeit überall im Ernährungssystem. Und Gesundheitsprobleme, was jetzt auch immer mehr in den Fokus geraten ist durch die Corona-Krise. Also nicht nur Fettleibigkeit, die immer mehr zunimmt, aber auch Unterernährung, die auch zunimmt und versteckter Hunger, also was bedeutet Nährstoffe, die oder leere Kalorien, die Menschen zu sich nehmen. Dann auch hier die Planetary Boundaries, das kennt wahrscheinlich jeder von euch, welche Grenzen besonders schon überschritten werden, und Ernährungssysteme sind eben ein Hauptfaktor, der dazu beiträgt. Hier ist ein Beispiel von einem Ernährungssystem in Bolivien, wo wir geforscht haben. Da mit der Basis Soja, also wir machen das so ein Projekt, dass wir von einem Produkt ausgehen und das dann verfolgen bis zum Konsum und schauen, was es da für Stationen durchmacht und welche Akteure involviert sind. Und hier zum Beispiel Soja, das ja sehr viel Entwaldung mit sich bringt und auch andere Probleme, kann man eben sehen, dass das hier von den Inputs, also sehr viel Agrochemikalien, aber dann eben auch Monokulturen, dann zur Ernte, das findet alles in Bolivien statt, und dann die Lagerung. Und dann geht es wie zwei Wege. Es gibt die national genutzte Soja, also zum Beispiel für Speiseöle, aber auch für viele andere Produkte, und global dann vor allem eben für Futtermittel und dann in die Fleisch-, Milch-, Eierproduktion. So eine ganz grobe Übersicht. Und dann haben wir gemeinsam mit verschiedenen Akteuren ein Konzept für Ernährungsnachhaltigkeit entwickelt. Das setzt sich aus 5 Dimensionen zusammen. Ist leider noch auf Englisch, tut mir leid, aber hier Armut und Ungleichheit ist eine, also hier die ökonomische Dimension. Dann das Menschenrecht auf Nahrung, also die Rechtsdimension. Ernährungssicherheit, auch sehr wichtig. Die Resilienz, also das Funktionieren unter Stress. Und die Umweltleistung oder die Umweltbilanz. Und wie machen wir das, wenn wir so einen gemeinsamen Workshop machen, wo wir dann gemeinsam auch zu Aktionen kommen wollen, wie die Ernährungssysteme verbessert werden? Erst bringen wir verschiedene Akteure zusammen, die also daran interessiert sind, ihr Ernährungssystem zu verbessern oder das, mit dem sie vor allem verbunden sind. Was wir zuerst machen, ist auch eine Kartierung des Ernährungssystems. Das ist eine sehr interessante und schöne Arbeit, wenn man vor Ort halt die verschiedenen Stationen besucht
und schaut, welche Nahrungsmittel nehmen welche Wege, was sind die Orte von Produktion, Verarbeitung, Verteilung, Konsum, welche Akteure sind beteiligt, was ist die eigentlich für eine Vielfalt vorhanden, nicht nur von Saatgut, sondern auch auf den Märkten oder auf den Tellern, welche Organisationen beeinflussen das, was sind die Flüsse von Wissen zum Beispiel, welche Finanzierungen gibt es und was sind auch die natürlichen Ressourcen, die involviert sind oder auch eben die Umwelteinflüsse, die auch die Menschen beeinflussen. So kann das zum Beispiel aussehen. Das ist so eine Ernährungssystemkartierung, die wir in Bolivien auch gemacht haben, wo man wirklich sieht, dass da sehr, sehr viele Akteure und Wege sind und viele Dinge, die man mit einbeziehen kann. Also vom Legalen zum Privatsektor, zur Zertifizierung und so weiter. Das ist eben sehr viel, was man da mit einbeziehen kann. Wenn wir jetzt unsere 5 Dimensionen anschauen, dann haben wir auch Indikatoren entwickelt, die zwar nicht feststehen, die kann man jeweils noch verhandeln in den Workshops, aber wir haben für jede Dimension gesagt, das sollten maximal 3 sein, damit die eben handhabbar sind. Und die werden dann gemeinsam in dem Workshop zusammen angeschaut und diskutiert und bewertet. Also bei der Resilienz ist es die Vielfalt, das ist eine Grundlage der Resilienz, dann die soziale Organisation und das Wissen und Identität, also die Identifizierung der Menschen mit ihrem Ernährungssystem. Und Theresa wird auf die Indikatoren nachher noch mal ein bisschen genauer eingehen. Dann in der Umweltbilanz ist es die Landschaft, die das Ernährungssystem generiert, dann die CO2-Bilanz und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Bei Armut und Ungleichheit sind es die Einkommensmöglichkeiten und auch die Höhe der Einkommen, dann der Zugang zur Infrastruktur und auch, ob die Wertschöpfungsketten funktionieren. Bei Ernährungssicherheit schauen wir auf Ernährungssicherheit auf Haushaltsebene, aber auch auf die Machtverhältnisse im Zugang zu Nahrungsmitteln oder deren Produktionsmöglichkeiten und dann auch, ob es Möglichkeiten zur Aufbewahrung und Verarbeitung gibt. Und beim Menschenrecht auf Nahrung schauen wir auf die 3 Hauptfaktoren, also Nichtdiskriminierung, Zugang zu Informationen und effektive Partizipation. So kann das aussehen, wenn man so ein partizipatives Assessment macht von so einem Ernährungssystem. Also dass man eben mit sehr einfachen Darstellungsmöglichkeiten wirklich diese 5 Dimensionen auch anschaut und in einem ein-, zweitägigen Workshop, wenn man nur wenig Zeit hat, wenn man mehr Zeit hat, kann man eben möglichst viele Orte auch noch besuchen, aber dass man dann eben zusammen versucht, diese Indikatoren zu bewerten mit Begründungen, die man aufschreibt und die man diskutiert und dass man eben in der Gruppe auch versucht, einen Konsensus für die Bewertung zu finden. Also ist die Situation gut, schlecht, was macht sie gut, was macht sie schlecht? Und das ist dann eben eine Ausgangslage für gemeinsame Aktionen. Also nach so einem Assessment schaut man dann, was muss geändert werden und wie möchten wir es ändern. Und das haben wir jetzt mittlerweile in 6 Ländern gemacht, in verschiedenen 13 Kontexten insgesamt. Sorry für den Schreibfehler. Und das hat aber eben auch in mehreren Fällen zu interessanten gemeinsamen Aktionen zur Veränderung oder Verbesserung der Ernährungsnachhaltigkeit geführt. Zum Beispiel in einem Fall in Brasilien wurde ein Gesetz geändert, das die Produkte von Kleinbauern im Prinzip verboten hat, weil es gesagt hat, dass die nicht der Nahrungssicherheit entsprechen. Und das wurde jetzt geändert durch eben so eine gemeinsame Organisation nach so einem Assessment. Jetzt würde ich Theresa bitten, zu übernehmen und kurz die Indikatoren zu erklären und die Übung einzuführen. Du kannst mir dann immer sagen, wenn ich weiterklicken soll. Ja, mach mal eins weiter. Genau, also so die erste Dimension ist ja das Recht auf Nahrung und da ist so die Hauptfrage, inwiefern eigentlich das Recht auf Nahrung respektiert wird in einem Ernährungssystem, wie das geschützt wird und ob es umgesetzt wird. Und da sind eben diese 3 Indikatoren, die Johanna schon erwähnt hat, also mal ganz zentral Nichtdiskriminierung und das gilt zwischen verschiedenen sozialen Kategorien, also es kann Geschlecht sein oder Nationalität, Alter, aber das beinhaltet auch Fragen wie Pflege von Kindern und Älteren oder auch der Zugang zu Ressourcen. Also das ist alles da in diesem Nichtdiskriminierungsindikator drin. Dann der 2. Indikator ist der Zugang zu Informationen, also Informationen über Lebensmittel und das Ernährungssystem. Und dazu gehören zum Beispiel auch Informationen über traditionelles Wissen. Ganz wichtig ist dieser Zugang zu Informationen, damit man ja überhaupt auch seine Rechte ausüben kann oder mitentscheiden kann bei Entscheidungsprozessen in dem Ernährungssystem. Und dazu ist dann eben auch der 3. Indikator effektives Mitentscheiden, also dass Menschen die Möglichkeit haben, mitzuarbeiten an Maßnahmen, die im
Ernährungssystem wichtig sind, wie die zusammenhängen. Und dazu gehört auch, dass man die Möglichkeit hat, eigenes, also lokales Wissen oder traditionelles Wissen mit einzubringen in diese Entscheidungsprozesse. Kannst du weiter? Dann die Indikatoren zur Ernährungssicherheit. Da ist so die Hauptfrage im Vordergrund, wie, inwieweit das Ernährungssystem diese Ernährungssicherheit garantiert und auch Ernährungssouveränität. Und da ist als erstes der Indikator Ernährungssicherheit auf Haushaltsebene. Also haben die Haushaltsmitglieder effektiv Zugang und können das auch verarbeiten, diese Ernährung. Und da geht es vor allem um Wahrnehmungen und Erfahrungen. Also wie ist die, wie ist Ihre Wahrnehmung? Sind Sie ernährungssicher oder nicht? Dann der zweite Indikator sind Machtverhältnisse und da vor allem entlang der Wertschöpfungskette. Und wie beeinflusst es die Ernährungssicherheit im System? Und dann entlang der Wertschöpfungskette, wie sieht es zwischen den verschiedenen Stufen aus? Und da muss man anschauen, ja, wie wirken sich diese Machtverhältnisse auf die Ernährungssicherheit aus? Dann hier der dritte Indikator sind Möglichkeiten zur Aufbewahrung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln. Und da geht es vor allem um auch technologisches Wissen. Also weiß man, wie man Ernte zum Beispiel lagern muss oder wie man das verarbeiten muss. Aber auch Fragen zur Vermarktung spielen da rein. Weiter. Armut und Ungleichheit ist die Hauptfrage, wie trägt das Ernährungssystem dazu bei, dass Armut und Ungleichheit verringert wird. Da ist natürlich ganz zentral die Einkommensmöglichkeiten. Wie hoch sind die Einkommen, wie hoch sind aber auch die Ausgaben auf Haushaltsebene und auch so entlang der Wertschöpfungskette. Also wo hat man Möglichkeiten, Einkommen zu generieren? Da spielen zum Beispiel die Preise ab Hof eine Rolle, aber auch die Preise für Lebensmittel auf den Märkten, natürlich für die Leute, die verkaufen und aber auch für die, die kaufen. Und dann auch, was heißt es eigentlich für verschiedene sozioökonomische Gruppen in einem Ernährungssystem? Genau, und dann der Zugang zu sozialer, technischer Infrastruktur. Also haben die Leute im Ernährungssystem Zugang zum Beispiel zu Bewässerung oder Inputs, die sie für die Produktion brauchen. Aber dann auch haben sie Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, wenn sie Investitionen tätigen müssen. Haben sie Zugang zu Märkten? Und haben sie die Möglichkeit, ihre Ernte zu lagern oder zu verarbeiten? Dann haben sie Zugang zu Gesundheitsdiensten, aber auch zu Bildung und Kommunikation. Ganz wichtig. Und dann hier der letzte Indikator, funktionieren Wertschöpfungsketten? Also wie ist die Wertverteilung entlang der Wertschöpfungskette? Profitieren da irgendwie alle von dieser Wertschöpfung oder ist das sehr ungleich verteilt? Und haben Leute auch Abnehmer für ihre Produkte entlang der Wertschöpfungskette? Weiter. Dann zu den Umweltauswirkungen ist die Frage, wie das Ernährungssystem, in welchem Ausmaß es eigentlich die natürliche Umwelt beeinflusst oder erhält. Und da sind ganz wichtig Landschaftsindikatoren. Und da ist ganz klar die natürlichen Ressourcen wie Boden, Biodiversität, Wasser, Luft, aber auch Ökosysteme ganz wichtig und ja, wie diese zusammenhängen. Dann der zweite Indikator hier ist die CO2-Bilanz. Also wie energieintensiv ist ein Ernährungssystem und da ist dann auch wieder die ganze Wertschöpfungskette drin, also von der Produktion bis zum Konsum. Wie viel Energie wird verbraucht auf den verschiedenen Stufen, aber zum Beispiel auch ist das Ernährungssystem in der Lage, zum Beispiel CO2 zu binden in Böden oder so. Und der letzte Indikator hier sind eben die Gesundheitsauswirkungen. Also führt das Ernährungssystem dazu, dass die Menschen und Tiere und Pflanzen in dem System gesund sind oder gibt es negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit? Und da werden auch traditionelle Medizin und altes Wissen mit berücksichtigt. Weiter.
Und hier der letzte Indikator zur sozial-ökologischen Resilienz. Da ist die Frage, ist das Ernährungssystem resilient? Also kann es auf Schocks reagieren, daraus lernen und sich anpassen? Und da ist ganz wichtig die Vielfalt, denn je vielfältiger man ist, also wenn man nicht nur abhängig ist von etwas, sondern verschiedene Standbeine hat, dann kann man besser mit Schocks umgehen. Dazu gehören die lokal angepassten Sorten, dazu gehört biologische und kulturelle Vielfalt und ganz wichtig bei der Ernährung auch die Vielfalt von Nahrungsmitteln und jetzt auf der ökonomischen Seite die Vielfalt von Einkommensquellen. Dann der zweite Indikator hier ist die soziale Organisation. Also sind Menschen in einem sozusagen Auffangnetzwerk integriert. Das können Familien sein, das kann die Gemeinschaft sein. Und da ist wichtig, also spielt Vertrauen eine Rolle und Transparenz können die Menschen sich auf das verlassen, was in ihrer Gemeinschaft oder Gruppe gesagt und getan wird. Dazu gehören Interessensgruppen und auch eine Reziprozität, also ist das gegenseitig, Vertrauen zum Beispiel, oder ist es einseitig. Und hier der letzte Indikator ist dann Wissen und Identität. Und da ist zum Beispiel lokales Wissen oder traditionelles ökologisches Wissen. Gibt es Strukturen, die dieses Wissen auch unterstützen? Was für Prozesse sind da involviert? Gibt es zum Beispiel weise Personen, also alte Personen oder ja, weise Personen, auf die Menschen zurückkommen mit ihren Fragen? Und dazu gehört auch ganz wichtig die Fähigkeit, einen Dialog zu führen zwischen verschiedenen Wissensformen. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich schon zur Übung, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt hätten wir gern von euch, dass ihr ein bisschen kreativ werdet. Also ihr habt vorher die Bilder gesehen von dem Ernährungssystem. Wir haben jetzt natürlich keine Zeit, um ein ganzes Ernährungssystem zu kartieren und zu zeichnen. Aber wir hätten gern von euch, dass ihr euch einen Indikator von diesen vorgestellten 15 Indikatoren aussucht und den irgendwie zeichnet oder verdeutlicht, wie ihr euch diesen Indikator vorstellen würdet. Also lasst eurer Kreativität freien Lauf und ich würde sagen, ja, was machen wir da mal so 5 Minuten oder so? Ja, ich wollte noch dazu sagen, also ihr müsst euch vorstellen, ihr macht so ein Assessment irgendwo, wo ihr wahrscheinlich keinen Strom habt, kein Internet, kaum Möglichkeiten, irgendwie eine Bildschirmpräsentation zu machen. Das heißt, man muss wirklich alles erklären, beschreiben, eben auch zeichnen und dann gemeinsam eben diskutieren. Und dafür ist es eben eine gute Übung, weil wir haben das sehr, sehr oft so gemacht und machen müssen. Und das ist eben auch, also auch ein guter Prozess, denke ich, wenn man das auch in seinem, ja, auch sich darauf einlässt. Und ich könnte jetzt zurückgehen zu dem Fünfeck, dass ihr euch einen aussuchen könnt und einfach, dass ihr jeder einen aussucht und versucht, wie würdet ihr den darstellen, wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, das irgendwie mit Computer oder Präsentation das irgendwie zu machen.